Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Was geht ab? Ich hätte gerade angerufen, deswegen ganz kurz nochmal Pause, aber gleich geht's weiter. Aber jetzt, und Diesel wird gleich geskippt. Ach du Heilige. So, das wird nicht besser. So, gut, dann wird halt Disney, werden jetzt Disney-Lieder gespielt, liebe Leute. Was geht ab? Warum ist nur Emote eigentlich an? Das machen wir immer ganz schnell wieder aus. Deswegen schreibt doch keiner. Auch verständlich. So, was, wie mache ich das überhaupt aus? Emote only. Warum habe ich das alles hier nicht drin? Ach du Heilige, das ist ja gar nichts. Hier ist ja nichts eingestellt. Ach du Heiliges, ich habe gerade nur PC gestartet und Stream gestartet. Ich habe nichts eingestellt. Hinzufügen. Hinzufügen, hinzufügen. 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 So, und jetzt. Gott, immer only off. So. Doktor, vielen Dank für dein Follow. Das Slow Chat noch an. Mann! Slow off, fertig. So. Call me. Vielen Dank für dein. Also, Mac. Wahrscheinlich wirst du eh wachsen, wenn du siehst. By the way, wir werden ganz kurz alle Sachen neu machen von den Sachen, die von den Leuten, die gefollowt haben. Als ich nicht live war. Das ist zum Beispiel Zwan. Und einmal auch er hier. Wenn wir es schaffen, auch irgendwie zu replayen. Geil. Und er auch. Alle anderen wurden im Stream angezeigt. Genau. Gott, Digga, was ist denn hier passiert? Ach du Heilige. Gut, dann halten wir das auch mal. Und dann gehen wir rein in Pizzaland. Es ist einiges passiert. Also generell, ich war am RP-Server nicht mehr seit vorm Dschungel im RP. Also, das ist, ja. Es ist das erste Mal, dass ich wieder ins RP gehe, nach dem Dschungel. Und wir haben einiges zu tun heute. Wir haben heute wirklich einiges zu tun. Deswegen schalte ich mal die Aufnahme. Hallo YouTube, was geht ab? Wir sind wieder auf Pizzaland. Und heute gibt es einiges zu tun, denn ich bin jetzt erstmal wieder bei RP nach dem Dschungelcamp. Let's go. So. Machen wir Musik ein bisschen leiser. So, und zwar sind ein paar Sachen passiert. Erstens, es gibt jetzt Nummernschilder bei den Autos, warum auch immer. Zweitens, ich wurde beim ADAC gekündigt. Das habe ich am ersten Tag, in dem ich im Urlaub war. Am ersten Tag, in dem ich im Urlaub war, sehe ich am Fraktionsdiscord, dass ich gekündigt wurde. Gottlos. Gottlos. Das werden wir auch gleich mal machen. Zweitens, Felix, herzlich willkommen im Stream. Drittens, was wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, Geburtstagsstream. Ich habe in 3,5 Stunden Geburtstag. Nein, 2,5 Stunden Geburtstag. Ja. So, Musik. So, das ist wieder Outro hier. So. Da haben wir einiges zu tun. Ich glaube, wir fangen erstmal damit an, um meine ganzen Autos einmal. Ding. Warum habe ich Porsche Champ nicht? Bessere Frage. So. Da werden wir gleich mal mit anfangen, dass wir hier die Autos Nummernschilder, dass die Autos Nummernschilder bekommen. Wie muss ich das machen? Das macht die Bürgerverwaltung, soweit ich weiß. So, ich mach mal. Was ist das? BWV? BV. Mann. Mach mal 7TV, Most Boss Champ. Ja, schön, wenn ich jetzt 7TV anmache. Was soll ich jetzt machen? Ich habe so lange kein Pizza mehr gespielt. Ach du Heilige. Bin ich behindert? Ah, hier.
Bürgermeister-Dispatch. So. BMD war es, okay. Ich würde gerne meine Autos und mein Flugzeug anmelden, / Nummernschild kaufen. Wartet, geht Ding. Johanna, herzlich willkommen im Stream und vielen Dank für dein Follow. Blöd, dass ich halt nichts in der Hand habe. Blöd. Warum ist das eigentlich an? Abgesehen davon zählt das, glaube ich, nur bei Minigames, oder nicht? Flecki, vielen Dank für dein Follow. Etwa for real, das zählt doch normalerweise nur bei Ding, oder? Hat mir jetzt geschrieben. Discord Call, wo ist denn das überhaupt? Erschrecken, Item fallen lassen. Nur in Minigames, reingeschissen. So. So, jetzt ernsthaft zu Fuß zum. Oh mein Gott, jetzt kann ich zu Fuß zum Rathaus spazieren, damit das funktioniert, oder was? Guten Tag. Ja, ich. Gut, ich war nach dem Dschungel im Urlaub, deswegen war ich jetzt die Wochen, vor letzten 2 Wochen nicht da. War ein bisschen anstrengend. Ja, war sehr schön, aber auch anstrengend. Ich kann mir tatsächlich vorstellen. Ja. Sie wissen, Sie arbeiten nicht zufälligerweise bei der Bürgerverwaltung. Leider nicht, aber höchstwahrscheinlich, oder was heißt höchstwahrscheinlich, aber eventuell am Montag wieder. Wieso? Was heißt eventuell am Montag wieder? Naja, ich sag mal so viel, ich hab da gekündigt und ich hab halt eine Fußfesseln um die 2 Wochen gehabt, deswegen, und ich werd mich da jetzt, ja, hab da ein bisschen mit Startprobleme. Oh, okay. Na gut, aber normalerweise muss man in der Bürgerverwaltung schreiben, damit die herkommen wegen Autos anmelden, oder? Wieso, wie kann ich das sonst helfen, oder? Naja, ich muss meine Autos alle ein Nummernschild geben. Achso, ach, die Polizei achtet da jetzt extrem drauf, ne? Na ja, genau, und ich habe das halt eben noch nicht gemacht, deswegen. Achso, ja, naja, klar. Oh, wir sollten vielleicht schon... Guten Morgen. Sagen, morgen? Abend. Morgen, es ist halb morgen, 10. Morgen, Abend, es ist halb 10, aber gut. Ich wollte gerade sagen, hey, irgendwie halb 10 oder habe ich jetzt irgendwas gepennt? Sehr weird, aber gut. Ja. Noch nicht mal einer von der BV wach, ey. Doch, ja, einer. Wer ist denn das überhaupt? Neo Kadria. Ja, dem schreibe ich Bruder jetzt. Von mir. So, Bruder von der mir soll jetzt ja antanzen. Ich habe Geld und ich möchte meine Nummernschilder jetzt machen lassen. Ja, das ist super. Hallo. Hallo. Na, Bent. Marc? Ja? Wann kommst du wieder, Medic? Gucken, warum? Wollt fragen. Sehen Sie, ich bin allbekannt hier. Als bester im Vize, ja? Als Vize werde ich das wohl nicht mehr schaffen, aber... Doch! Nein! Safe! Nein! Doch, zu 100% schaffst du das als Vize. Du hast so gut als Vize, ne? Ja, ich weiß, aber das, was Benji danach abgezogen hat, das war im Endeffekt asozial. Was war? Ja, der hat dich festgenommen, ne? Ohne Grund? Ja, im Endeffekt richtig schon ohne Grund. Angebliche Körperverletzung, das heißt auch so scheiße. Ach, der nächste Medic. Voila. Guten Tag. Ach, Marco. Na, Bent. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht war dein Vergnügen. Ich hau euch hier mal gleich ein rein. Sonnenschein. Ja. Hey, ist doch richtig früh. Was hast du denn? Sehr früh. Na, kann jetzt mal auch mal einer von der Bürgerverwaltung kommen, damit ich meine Autos anmelden kann? Ich war mal BVler, aber BVler. Ich war mal Vizebürgermeister. Ach so. Moin! Abend. Jedes Mal, wenn wer mit Anzug kommt, habe ich das Gefühl, dass er bei der Bürgerverwaltung arbeitet. Weißer Anzug ist immer BV. Ja. Du fährst mich doch mit Sicherheit, ne? Wo geht's hin? Bei der Rathaus. Ja. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Hä? Ja, es ist richtig früh. 21.37 Uhr. So, ich möchte halt gern Ding. Hallo?
Ihr habt alle keine Nummernschilder mehr. Geil. Strong. Sehr strong. Also, ja. Hallo. Digga, dann fahre ich. Oh mein Gott, dann laufe ich halt zum Rathaus. So, ist Benji da? Weil dem haue ich jetzt auch eine rein. Benji oder der andere Kadrier? Origami. Digga, kündigt er mich einfach beim ADAC? Ich glaube, es hackt. Ist er überhaupt da? Ich bin schon wieder so blind. Ich glaube nicht, oder? Der ist nicht da. Da gibt es aber Schläge. Es kann doch nicht sein, dass ich fucking 2-3 Wochen lang nur für den Dschungel arbeite, damit die Leute sich unterhalten werden und dann werde ich dabei der ADAC gekündigt. Hallo? Ich glaube, es hackt. So, Polizei parkt schon wieder wunderbar. Was ist das, Imba? Herr Imba! Herr Weber! Ich bin nicht der Herr Weber. Simon! 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 Sie reden mit mir, oder? Oh mein Gott, du bist nicht Simon, da kann ich mich ja anziehen. Da können wir ja anziehen. Guten Tag! So, komm in Sprung entgegen, wie viel willst du? Sie arbeiten bei der Bürgerverwaltung? Ma, Ludwig. Abgelehnt, Sportsfreund. Ich bin so broke, Digga. Bro, also wirklich. BV, get back to work, please. Get back to work. Wie heißen Sie? Ludwig Kadria, warum? Ja, weil ich ein bisschen Ludwig schreien. Perker. Ja, okay, Entschuldigung. Aber gut. Was ist mit den zwei hier eigentlich los? Wir haben Angst. Ich brauche nur mein Schilder. Jemand hat mir einen Schusscall gegeben. Ich brauche trotzdem nur mein Schilder. Ja, er kann es noch nicht machen und ich kann es machen, aber mir wurde Schusscall gedrückt. Arbeitet Florian Novikov noch bei euch? Mir ist eigentlich relativ egal, ob ihn ein Schusscall gedrückt wurde oder nicht. Ich brauche trotzdem nur mein Schilder. Ja, und dann werde ich abgeknallt. Und deswegen stecke ich jetzt hinter dieser Wand. Das ist Panzerglas. Sollen wir draußen wohl tanzen und bis dann, uns aufschließt? Können Sie einfach mitkommen, mir die Nummernschilder geben und ich wieder und dann können Sie wieder herkommen. Wie viele brauchen Sie denn? Ich brauche 4. Ach du Scheiße, ich habe erst heute meinen Lohn wiederbekommen. Wo? Hallöchen. Wir würden für mich 1600 Euro kosten. Tim? Wollen Sie denn personalisiert Tim? Oder nicht? Ja, personalisiert. Wie viel willst du für deine M16? Was ist? Weiß ich jetzt noch nicht. Komm mir ein Stück entgegen. Kommen Sie jetzt mit oder? Hallo, ich brauche nur mein Schilder, sonst zeigt mich die Polizei an. 4-1. Okay, ja, also, das ist schon mal ein besseres Angebot. Ja, der Baller, da will mich töten, also. Hä? Will keinen töten? Kommen Sie jetzt einfach bitte mit. Okay, die Waffe habe ich in meiner elektrischen Kiste, aber trotzdem, dann verteidige ich sie halt. Wenn das so wäre, wäre das okay. So, also 4, wie viel haben wir? Ja, dann gesagt? Kommen Sie jetzt, dann hole ich meine M16 aus der Ding raus. Okay. Guck mal, ich komme dir auch einen Schritt entgegen. 3, 4. Gut, M16 habe ich keine mit, aber ich habe einen Assault Rifle mit. Also. Komm, mach ein Angebot. Noch ein bisschen runter. 3,6. Ich bin nur kurz im Kopf. Komm, 3, 4, komm, das sind 200. Du musst dein Auto einparken. 3,6. 3, 4, komm, 3, 4. Und bam, bam. 3, 4, komm. Warum schießt du denn eigentlich auf so eine M16? Weil ich M16 geil finde. Bro. Also ich habe mal eine Frage an dich. Komm bitte. Pressekonferenz machen? Weiß nicht. Wie viel kommen bitte? Komm. 3, 4. 3-4. 3-4 ist so, ne? Komm, 3-4. Bam, bam. Schnell. Schnelles Geld. 5-5. Ja. Digga, eben warst du noch bei 3-6. Okay, komm. 3-4-5. 3-4-5. 3-4-5, würde ich auch nehmen.
3, 4, 5, 3, 4, das sind ein paar tausend, ne? 3.450. Nee? Oh mein Gott. Lass mal kurz einen Handel machen. Das ist ein Schusscall. Können wir was? So, kommen Sie jetzt bitte mit. Oh mein, bitte, eine Sekunde. Markus Meier. Ja. Tim, hallo. 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 Hey, Hilfe, Hilfe, Pedila, Pedila, die wollten mich in Handschellen nehmen. Die wollten mich kommen Sie jetzt endlich mit. Ich kann es bezeugen. Ich nicht. Wer wollte den als Geisel? Ich sage nicht aus. Ich sage. So, sie kommen jetzt, bitte, ich brauche nochmal ein Schild. Ich habe nichts gesehen. Die wollten, die haben ihn gestreichelt. Was, Digga? Kommen Sie jetzt bitte. Ja, wir müssen zum Autohaus. Ob jemand in Halsschellen. Weiß ich nicht. Handschellen nehmen wollten. Nee, wir haben uns gerade andere Sorgen gemacht. Ach, so heilige. Es sollte tatsächlich jemand kommen. Und mich beschützen, Dings da. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. Okay. Was haben sie schon wieder gemacht, als sie in den Schusscall gedrückt wurde? Ja, lange Geschichte. Ich wurde auch schon dafür bestraft. Warten Sie. So, lange Geschichte. Ich kann sie ein bisschen erklären. Also, ich war kurz im Uber-Dienst. Der Typ wollte mein Uber-Auto klauen. Mhm. Das wusste ich schon also allgemein wusste ich das schon. Also habe ich denen keine Uber-Fahrt gegeben. War richtig so. Ja, und dann wollte er noch, dass ich mit ihm Führerschein wiederhole und so. Ich wusste natürlich, dass er nur das Auto klauen möchte. Ja, bin ich zurückgefahren. Ich habe ihn mitgenommen ein bisschen. Er hatte nur noch einen Freund, den wusste ich, dass er illegal ist. Ja. Sehr geil. Soll ich auch das jetzt einzeln auspacken, oder? Ja, bitte. Ja, Mike. Irgend so ein Florian Nosko will mich töten aus einem Grund. Ja, das ist ein Affe. Der ist ein Affe, hast du gehört? Das ist ein absoluter Affe. Wirklich. Ich hab... Gut, wir fangen mal an. Dem gibst du ein 360 No-Scope und der ist weg. Wohin? Mike, ja, einer hier rein. Für das bin ich jetzt nicht hingekommen, Digga. So. So, ich muss die Nummer. Also, für was wollen die denn alles ein Auto? Ich brauch für zwei Offroader ein. Was ist das so? Ein Moped und ein Flugzeug. Random oder Custom? Custom. Boah, das kostet aber schon ein bisschen. Ja, das Geld habe ich. Ja. Kostet 10.000. Ja, an die Bürgerverwaltung oder an Sie? An die Bürgerverwaltung. Gut. Sie heißen wie? Markus Meier. Ich weiß nicht warum, aber waren Sie nicht da beim Dschungelcamp? Ja, war ich Moderator. Ach so, ja, ja. Ich war in so einem Zoo-Kostüm. Aha. Ich war da diese Security. Ah, okay. Also, soll ich ihm auch mal schreiben, was da raufkommt, oder muss er selber machen? Ich muss es leider selber machen, aber einen Moment, ich muss noch einmal Ihren... Wir haben so eine Liste mit allen Kennzeichen und schreiben, von wem das Kennzeichen ist. Okay. Gehört. Bei Offroader. Offroader. Ein Moped. Und was war das nochmal? Flugzeug, ja. Was now or never. Those were the best days of my life. Ich liebe dieses Lied. Also irgendwie dieses Lied, keine Ahnung, seit ich das auf TikTok gesehen habe, wie Brian Evans das mit Taylor Swift gesungen hat, bin ich sau Fan von dem Lied. Was sollte das Kennzeichen für den Offroader sein? FS0001. FS0001. So. Ja, und jetzt? Ja, ich wollte nur gucken,
wollte nur, dass sie sehen. Achso. Haben sie eigentlich schon bezahlt? Ja, habe ich. Jo. FS0. Wann? Wunderbar, dann hole ich das nächste. Das Flugzeug muss man halt vom Bauhaus holen, oder? Ja, sie können aber auch, wenn sie wollen, als erstes die anderen Sachen machen. Ja, ja. Da kommt dann FS0002 hoch. Willst du einfach ranhängen? Ja, ja, einfach dran. So. Jetzt fürs Moped. Oh, Jano. Nee, Markus. Bin ich Jano. Wer ist das denn? Markus Meyer. Wer ist das? Meyer. Markus Meyer. Der, der tagelang nach einem Flugzeug gesucht hat und es endlich gefunden Wie hat. Wie heißen sie gerade? Markus Sanchez und Markus ja. Sanchez, ja, sie schreien sehr. Ja, weiß ich, einen Moment. So, da, besser? Nein, immer noch nicht besser. da kommt FS0004 rauf. Ey, wir wollen unser Kennzeichen auch ändern. Geht das? Ja. Hier ist nicht mein Kennzeichen dran. Wie geht das? Erstmal, wie geht das? Ist so, ist wo? Ja, das sieht man bei dem nicht. Aha, interessant. Da. So, ich hol dann schnell das Flugzeug. Jo. Okay, also... Ach, du Heilige, wie hat denn der geschrien? Kein Wunder, warum ich nie länger als 20 Jahre als eine Stunde Pizza denn spielen kann, kriegt mir ja Kopfweh. Och, du Heilige. Digga, Alf, dem ist auch langweilig. Was kommt jetzt für ein Lied? Boah, ich hab nur Banger in der Playlist drin im Moment. Also ich hab generell die Playlist geändert auf normale Lieder und nicht nur auf Copyright-Sachen. Auf nur Copyright-Sachen, weil man es eh nicht hört im VOD. Also. So, Start. Bin wieder da. Alles on top. Ja, ja, wollen wir so. Der Herr von der Bürgerverwaltung, ich bin wieder da. Ja, ich muss einmal runter. Ey, warte, können wir dann da auch Lucha Doris draufschreiben? Der ist 2 Buchstaben, 4 Zahlen. Also nur 2 Buchstaben? Ja. Ja. Also es würde 5000 kosten. Da kommt, da kommt dann FS0003 rauf. So, beim Flugzeug sieht man es ebenfalls nicht. Wunderbar. Aber gut, wunderbar, dann danke ich Ihnen. Was war nochmal beim Fahrrad drauf? Achso, 04. Ja. Also 4 war drauf, ja. Ja, Sie können. Wunderbar, dann danke ich Ihnen. Wiedersehen. So. Geht doch. Hermann hat das auch einmal erlegt. Und jetzt gehe ich Benji zusammenscheißen. Ist er da? Halt zum ADAC, das kann ja nicht sein. Oh, fuck. Das fand ich eine Sinn der Sache. So. Jetzt gehe ich Benji zusammenscheißen. Oder wer ist der zweite? Weiß mal, wer ist nochmal Ding? Wer ist nochmal Chef vom ADAC? Kevin Oragami, oder nicht? Ja. Ist er da? Scheinbar nicht. Digga, das ist schon wieder so gottlos, dass ich einfach am ersten Tag, in dem ich im Urlaub war, sich im Fraktionsdiscord nicht hoch beim ADAC gekündigt. Obwohl ich gefühlt alles gemacht habe. Komplett lost. Weiß ich nicht, wann die Welle spielen gehen, Animoxo. So lost. Oh mein Gott. Nein, das regt mich auf. Ich fahre jetzt zum ADAC. Und gehe mich beschweren. Ich gehe mich jetzt beschweren. Digga, warum verliere ich Durst beim Trinken, hä?
Gottlos. Ich beschwere mich jetzt beim ADAC. Sehr gottlos. Ja, ist eh krass. Also, dass 60 Leute um die Uhrzeit, vor allem, also, okay, es ist Freitag, aber trotzdem, dass 60 Leute Minecraft Roleplay spielen, ist krass. Aber du merkst eh, was für eine Altersgruppe das hier ist. Also, merkst eh. Ist jemand hier? Ich möchte mich beschweren. Bei Kevin oder Benji Aragami. Hallo. Ich möchte mich beschweren. Hallo. Luftspringen wird ein bisschen schwierig werden. Ich möchte mich beschweren. Oder ich halt meine scheiße Assault Rifle und schieße euch ab. Ist mir doch egal. Ist hier eine elektrische Kiste irgendwo? Meine Güte. Digga. Gottlos. Gottlos, dass mich Kevin einfach gekündigt hat. So gottlos. Wirklich gottlos. So, wir fahren mal zum Rathaus und schauen mal, was irgendwas los ist. Irgendwie, ich habe keinen Plan, was ich eigentlich als Content machen soll auf Pizza mittlerweile, weil ich habe for real keinen Plan. Ich habe zu wenig Zeit, um in irgendeiner Fraktion permanent zu sein. Aber wenn ich dann so online komme, mache ich nichts außer in der Gegend herumfahren. Und die einzige Beschäftigung, die ich hatte, nämlich Autos abschleppen, wurde ich jetzt auch gekündigt. Strong. Felix, dann werde ich gebannt. Beim MD wurde ich gekickt, weil ich mich 2 Tage nicht richtig abgemeldet habe. Und dann werde ich auch noch beim ADAC gekickt, weil ich beim scheiß Dschungelcamp war. Das ist gottlos. Das ist gottlos. Aber ja. Bei nur an die Pizza, den Zuschauer. Wir haben ja gesagt, dass es ein Behind the Scenes geben wird vom Dschungelcamp. Und das ist gerade in the making. Ich hoffe, dass ich es bis am Sonntag schaffe. Ansonsten kommt es nächste Woche Samstag. Ja, das ist so der Plan im Moment. Das ist so der Plan im Moment, wann das Behind the Scenes online kommen soll. Ich fahr mal ganz kurz rechts ran, weil ich habe gemerkt, ich habe noch einen Fehler im Ding drin, in der Stream-Info. Das kommt weg. Das kommt weg. Fertig, so. Nein, aber... Boah. Jetzt kommt Storytime, weil sie gerade nichts zu tun. Ich hatte heute und gestern Musterung. Boah, das war wieder gottlos. Also in Österreich, vor allem Deutschen, in Österreich gibt es doch eine Wehrpflicht. Das heißt, alle 18-Jährigen oder die im Jahr 18 werden einberufen und müssen zur Musterung. Ich hatte die gestern und heute komplett gottlos, weil, ja, ich wohne mehr oder weniger fast in Wien und ich wohne halt noch gerade so in Niederösterreich. Bundesländertechnisch her. Und alle Niederösterreicher, egal wo sie wohnen, müssten in die jeweilige Landeshauptstadt des Bundeslands, und für Niederösterreich ist das St. Pölten. Heißt, anstatt dass ich dass ich 20 Minuten in die Kaserne nach Wien fahren würde, kann ich eine Stunde nach St. Pölten fahren. Öffentlich noch länger. Gottlos. Komplett gottlos. Das heißt, ich habe um 5.30 Uhr die letzten beiden Tage aufstehen können, als ich um 7 Uhr im Scheißstellungshaus in St. Pölten bin. Und ja. Genau. Und ja, ich bin tauglich. Also, untauglich wäre geiler gewesen, weil dann hätte ich nichts machen müssen. Aber ja. Meine Güte, wäre ich ein Jahr vom Schaf versklavt. Komplett gottlos. Gestern ewig lange Wartezeiten. Heute auch ewig lange Wartezeiten. Es ist halt wirklich... Ja, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das muss man schon sagen. Ich habe es mir schon schlimmer vorgestellt. Passiert eigentlich heute auch noch irgendwas? Es sind 53 Leute da und es passiert nichts. What the fuck?
Schön, dass wir auch die Rolle nicht weggenommen wird, dass ich den Chat des Team-Chat sehe. Aber gut. Es passiert halt for real nichts. Was soll ich denn jetzt bitte großartig hier machen im RP? Es passiert nicht. Gut, dann gibt's halt keinen Minecraft-RP mehr. Dann machen wir was anderes. So einfach ist es. Dann wird was anderes gemacht. Also ich muss hier einpacken. Aber ja. Aber ich muss wirklich sagen, als ich zurückgekommen bin aus dem Urlaub vom Dschungelcamp, weil ich bin ja direkt am Tag, nach dem Dschungelcamp aus war, in Urlaub gefahren. Und das war komplett gottlos. Das war komplett gottlos. Ich bin hier reingekommen, es war so ein komisches Gefühl. Wirklich, es war komplett gottlos. Digga, ich will hier so viele Autos gerne abschleppen. Oh mein Gott. Aber darf man ja nicht. Weil ich bin ja gekündigt worden. Gottlos. Gottlos. So. Was machen wir jetzt, Chat? Was machen wir? Minecraft bleiben oder was anderes? Valo mag ich noch nicht spielen gehen. Oh mein Gott. Wir spielen jetzt, liebe Leute, Rocket League. Das habe ich mir gestern wieder runtergeladen. Wir gehen jetzt Rocket League spielen. Wir gehen jetzt Rocket League spielen. So, ich muss nur richtig starten, sonst geht der Controller nicht. Felix, magst du mitspielen? Wir gehen jetzt Rocket League spielen. Aber hab's nicht erschüttert, das ist schlecht. Das ist eher schlecht. So. Ich glaube, was ist denn hier mit meiner Frisur gar nicht los? Hat auch keinen Bock. Aber ja. Ich gehe jetzt Rocket League spielen. So, wo haben wir denn Rocket League? Da ich meinen Game Sound. So, das. Ihr hört was, ihr seht nichts. Das ist schlecht. Gibt mein Controller auch? Warum gibt mein Controller nicht? Hallo, was soll das? Warum geht der Controller nicht? Hallo? Gott, los. So, wieso geht Rocket League nicht? Warum seht ihr das in der Spielaufnahme nicht? Was soll das? Und mein Controller geht auch nicht. Es geht schon wieder gut los. Mann. Schon wieder gottlos. So. Hol mal schon wieder das Ding hier an eigentlich. Ich habe Opera geschlossen. Oh mein Gott, jetzt sehe ich den Stream wieder nicht. So, Einstellungen. Controller. Test beginnen. Gut, verbunden ist er. So. Gottlos heißt, wir verlassen nochmal. Gott, los. So. Spielen. Wird ausgeführt. Ja, wird nicht ausgeführt. Komm, startest du Rocket League jetzt. So, starten. Ich download schnell. Ja, ja, mit deinem tollen Internet im fucking kein Arsch der Welt. Ich weiß. So, geht der Controller jetzt bitte. Ich check halt nicht, was das Problem ist, dass der Controller nicht geht. Ich hab schon wieder keinen Bock auf die Scheiße. Warum geht der Controller schon wieder nicht? Ich verstehe es nicht. Hauptsache ihr seht das Game jetzt. Das ist schon mal was. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso das nicht geht. Wieso geht der Controller nicht?
Ich habe keinen Plan, wie ich in Steuerung reingehe. Eigentlich müsste das funktionieren, aber er kennt den scheiß Controller nicht. Und ich verstehe nicht, wieso. Ich kann nicht mal den Controller so anstecken, weil ich kein Ding habe. Aber Hauptsache, das erkennt er. Hä? Ich check das nicht. Ich glaube, wir machen das mal anders. Ich werde Steam und Epic Games nochmal komplett schließen. Verlassen. So. Beenden. Gesagt, beenden. Verpiss dich. So, und Steam auch. Wo ist Steam hier? Steam beenden. So. Mann. Gottlos. Gottlos. So. Dann Steam. Ich muss Epic Games über Steam öffnen, damit mein Controller überhaupt funktioniert. Aber gut. The Night. Gott, ich kann nicht mehr singen. So. Spielen. Du, du, du. So. Rocket League starten. The Night. So. Anzeigen. Big Picture Modus. Machen wir das mal so. Gott, was ist denn jetzt los? Hilfe. Gott, was ist das Big Picture Modus? Dachte ich schon, was ist das jetzt? Jetzt geht's. So, let's go. Jetzt geht's. So, war mal Rocket League hier mit Rocket League. Jetzt geht's, let's go. Wir fangen mal mit Zwanglos an. Let's go, let's go, let's go. Boah, sogar mit Fast Feedback. Was soll denn das jetzt? Let's go, let's go, let's go. Ich habe gestern das erste Mal wieder gespielt, also bitte nicht judgen, dass ich nichts kann. Ich war mal gut in Rocket League. Ja, er merkt eh schon. Mein Aim ganz so toll wie eh und je. Ach, komm. Mann, Luigi Brothers kommt im Stream. Plus, danke, ich habe aber noch nicht Geburtstag. Ich habe erst in 2 Stunden Geburtstag. Oh mein Gott, daneben. So gottlos. Gottlos. Habt ihr Games und ja? Komm, geh rein. Geh doch rein. Geh doch rein. Ja. Let's go. Halleluja. Verstehe auch nicht, was Felix da gerade gemeint hat, aber gut. Ich werde 18. Das erste Mal, dass ich öffentlich mein Alter gesagt habe. Ich hab's geleakt. Ich hab doch nie mein Alter öffentlich gesagt. Ich kann Rocket League nicht mehr spielen. Gottlos. Oh mein Gott, Digga! Gottlos, gottlos. Wenigstens das habe ich geschafft. Komm,
Gottlos. Oh mein Gott, scheiße. Oh Gott, er hat gesaved. Komm. Warum kann ich das nicht mehr, dieses Game? Gottlos! Mach nur Mikrofon ein bisschen weiter weg, dann seht ihr mich auch ein bisschen besser. Also man merkt, ich kann dieses Game einfach nicht spielen. So, jetzt spielt vor, mach Vorlage, mach die Vorlage, komm. Dann halt nicht. Was ist das? Warum? Ich tappe einfach raus. Was ist mit meinem PC bei mir? Ach komm. Ich hätte jetzt so perfekt gekommen. Oh mein Gott. Komm, mach Vorlage, mach die Vorlage. Komm, komm, komm. Ich stehe bereit. Komm. Mach. Komm, Digga. Was für ein Sternzeichen ich bin, hä? Wenn ich morgen Geburtstag habe? Diesen Scheißball jetzt davor. Komm, mach ihn rein, komm. Oh mein Gott! Komm. Oh mein Gott, wir sind beide daneben gefahren. Let's go, aber gewonnen. Wichtig! Wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hauptsache mein Ping hat schon wieder gar keinen Bock mehr. Ja, ich streame meinen Geburtstag rein. Und damit ich das auch schaffe, brauche ich Energies. Ich merke gerade, ich habe nur mehr ein Abonnentenabzeichen. Auch geil. Ich hatte 14 Subs, jetzt sind es nur mehr, keine Ahnung, einer. Wahrscheinlich, weil er von den ganzen Ding keiner gedingert. Von den ganzen Gifted-Subs von Max hat wahrscheinlich keiner renewed. Wunderbar. Oh, scheiße. Ich hab grad 14, geil. Ich nicht, ich habe auch seit einem Monat nicht mehr gestreamt fast. Also. So. Du spielst mit 1,5 Wochen daily. Gottlos. Komm. Ich kann dieses Game nicht spielen, das ist unglaublich. Gott. Wo wurde ich gerade hingeschleudert? Oh mein Gott. Oh. Habe ich da jetzt gesprungen? Diesen scheiß Ball da doch weg!
Mann! Oh. Mann! Oh mein Gott! Gottlos! Gottlos! So. Also die Playlist ist schon voll mit Bangern gerade. Gott, Digga, ich lag schon wieder, geil. Für den Velo auch wieder ein Spaß heute. Das wird nämlich mehr Lag-Games als Velo. Fahren in die Mitte, komm! Gott! Mann! Gottlos. Was war nicht gut? Ja, komm, mach ein Eigentor. Mann, warum? Das ist doch... Gottlos. Gottlos. Los, dieses Game. Ich war mal gut in diesem Spiel der Saison, glaube ich. Geil. Und der macht einfach nichts. Er steht einfach nur da. Gott, los. Komm, das ist Tor. Bitte. Ugh.
gottlos. Gibt's aber, gibt's mal ein 5v5 auch? Und ein 4v4? Hier viel gab's mal, gell? Interesting. Interesting. Suche läuft. Ah, okay. Ah, okay, ich trete ein für jemand anderen. Interesting. Ah, das war unser. Ja, also, welches Team bin ich? Orange, oder? Ja. Ja. Da konnte ich halt auch wieder mit mal nichts machen. Digga, oh mein Gott, Digga, bin ich zu behindert, um zu zielen, oder? Was passiert hier, Roshi? Ja, let's go! Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Wie war das im Download, Felix? Leider fett auf Kopf bekommen. Oh, was passiert sowas? Also für real passiert sowas. Komm schon vor. Mann! Wie passiert sowas? Meine Freunde heute so leider hat Crush auf mich, Digga, das ist kein deutscher Satz. Das ist kein deutscher Satz. Ich bin gebrochen von diesem Game, ich gehe in Velo rein. Dann werde ich noch mehr gebrochen sein. Wegen den ganzen Lecks, ich dann haben werde. Leiter war zu, was war zu schwer, ist auf mich gefallen und boom. Ja, belastend. Oh, ich habe auch FPS-Jobs eigentlich in dem Game gerade. Gottlos. Na, geht doch!
ja, einfach sie gescheit nehmen und nicht auf sich fallen lassen. Nein, Gott zum Glück. Na, schade. Oh. Ich hab wenigstens ein Tor gemacht. Wenigstens ein Tor gemacht. Mega Kletterer. Weg. Auch geil. Wenn ich mal ein Team oder sowas kann. Gut. Mein Gott. Es geht schon wieder sehr gut los. Mann. Gott, los. Gott, los. Digga, was ist das? Das war Eigentor. Oh. Geradeaus zu spielen, oh mein Gott! Fickt dich! Oh mein Gott, Digga, wie behindert will man eigentlich sein? Oh. Ich muss mich kurz beruhigen. Kurz geleckt, geil. Na wenigstens irgendwas. Er kann was. Mustafa kann was. Internet lässt grüßen, aber for real. Digga, er staubt ab. Digga, der wird gerade drei hier. Du dummer Hurensohn. Oh mein Gott, Digga. Fatali, irgendwas fick dich.
Der wäre gerade reingegangen. Der wäre gerade reingegangen. So ein Hurensohn, weil er es abstauben wollte. Er ist auch zu behindert. For real, die Moxo. Das ist schon wieder gottlos. Ich meine, ich bin nicht besser, aber trotzdem. Digga, der wäre gerade reingegangen. Er hat einfach abgestoppt. So ein Hurensohn. Kurz davor gewesen, scheiß Controller, wenn die scheiß Wand zu hauen. Oh mein Gott, Digga. So ein scheiß Game. Komm, geh rein. Was hätte ich da machen sollen? Kleiner Tipp nebenbei. Wenn du den Ball ins Tor schießt, gewinnst du das Spiel. Dachte, du bräuchtest Hilfe kleiner als 3. Danke, Luki. Nicht einmal das. Nicht einmal das können sie. Oh mein Gott. Nein. Warum geht alle 4 nicht? Ja. Weg damit. Scheiß Game. Mann! Digga! Mann, Digga, dieses Game, es bricht mich. Es bricht mich. So habe ich ein anderes Steam-Game noch, was wir spielen können. Irgendetwas. GTA brauche ich ein Update. Microsoft Flight Simulator auch.
Monopoly. Ach Gott. Ja, komm, wir gehen Velo. Werde ich dann noch mehr gebrochen sein, aber scheiß drauf. Egal. Scheiß drauf. So. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. So, Velo, starte. Animox, ich bin im Stream-Channel drin. Gottlos dieses Game. Gottlos. Aber sowas von gottlos. Morgen. Hallo. Ich hätte ganz vergessen, dass ich morgen Geburtstag hatte. Strong. Och nee, jetzt ist er auch da. Strong. Strong, Luki. Zu was? Wegen Torschießen? Du bist fick dich. Match found. So. Toni ist gekommen im Stream. Hello, guys. Hello, guys. Wird der pickt? They have no idea how heartless I am. Leider spät. Sorry, too late. Oh, gedodged. Da hat wer gedodged. Vanguard not installed, hä? Was für Reboot Computer? Ja, Digga, er sagt, ich muss Velo neu starten. Kompletten PC, oder? Warum? Also, ich hör euch gar nicht im Discord, im Stream. Chillig. Digga, Gott, los! Was soll denn das jetzt? Was für Vanguard neu installed? Fuck. Warte mal, wie viel ist er? Eigentlich ist heute Weltmeisterschaft, ne? In Velo oder was? Was? Q nee, Dodge Offense Warning? Digga, ich wurde jetzt. Digga, oh mein Gott. Hast du eine Sperre? Nein, Warning. Ich krieg einen Warn, weil mich Velo rausgehaut hat. Hä? Aufpassen. Gottlos. Was ist jetzt los? Schon wieder. Game lost connection. Please relaunch the client. Neustarten. Wirklich neustarten. Digga, er sagt aber nicht, dass ich PC neustarten soll, sondern er sagt nur, dass ich Gaming ganz neu starten soll. Start einfach PC neu. Ich hab keinen Bock, PC neu zu starten, dann spricht der Stream ab. Du kannst den Stream wieder einschalten. So, kann Velo auch mal wieder starten. Was machst du jetzt? Ja, mal ganz kurz Velo nochmal neu starten und dann schauen, ob es geht oder nicht. Schauen wir mal.
Spielzeit. Mhm. Wett jetzt. Du musst jetzt sagen, wer gewinnt, Fury oder Energy? Keine Ahnung. Du musst jetzt callen, Fury oder Energy? Weiß ich nicht. Sag einfach Fury oder Energy. Fury. Falsch, Energy. Schon wieder. Wieder. Nein, ich kann Bock, dann starte ich halt PC neu. Ey, Mann, jetzt kann ich PC neu starten. Ja, Chat, ich bin gleich wieder da.